So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich befinde mich hier in Walldorf bei der Märchenhöhle, bei der Sandsteinhöhle. Wir wollen die dritte Wunderticket-Forschung machen. Da habe ich das Ticket von Hubi Michi bekommen. 3 Monate lang hat man immer am 1. des Monats eine Forschung bekommen. Wer das Ticket nicht hat, kennt die Forschungen nicht. Deswegen möchte ich die machen. Ich möchte euch gleich die Aufgaben zeigen. Aber möchte euch mal mitnehmen auf das Gelände von der Märchenhöhle, Schnitzel essen, mal gucken, was es so gibt. Hier stehe ich jetzt davor. Pupsi und Marie, die sind jetzt schon da drin mit Jonas. Hier ist erstmal eine Arena. Das ist eine gelbe Arena. Hier ist so ein Denkmal. Hier steht 14. Walddorfer Sandgruben, Sandstein, Höhle und so weiter mit einem Schild dazu. Da steht einiges drauf. Das kann eh keiner lesen. Dann hier, da steht mein Rucksack. Hier steht Märchenhöhle, Mini-Freizeitpark. 100 Meter da hoch ist auch Parkplatz, da oben haben wir geparkt. Und hier ist ein lustiges Auto, da steht Pfoten weg, deutsche Dogge im Heck. Das finde ich auch gut. Wenn ich jetzt mal hier drauf gehe, seht ihr, hier ist also eine gelbe Arena. Und das ist auch das Ding, was ich euch gerade gezeigt habe. Steinernes Fries. Grüße gehen raus nochmal an Hubi Michi. Weil heute der 1. ist, der 1. Mai und Mittwoch bei mir, ist auch die Edles Schimmern Spezialforschung da, wo man DNC rausbekommt. Die hat sowieso jeder von euch. Deswegen werde ich die nicht explizit einzeln filmen. Ich werde aber ein Video machen, wie ich mein DNC abhole. Dann haben wir hier drüben, wenn ihr schon ein GoFest-Ticket habt, habt ihr eine befristete Forschung, einen Hauch von Sonnenlicht bekommen. Die werde ich auch abholen, wahrscheinlich hier dann in diesem Video mit dabei. Oder die werde ich bei der DNC-Forschung mit abholen, dass ich mehr zum Abholen habe. Denn um was es heute geht, ist Wunderticket Teil 3. 3. Monat, 3. Forschung, hat wieder 3 Seiten. Mache Schnappschüsse von 10 verschiedenen Pokémon im Freien, entwickel 3 Pokémon und fange 30 Pokémon. Das mache ich, dann kommt Seite 2 und nehme hier ein paar Eindrücke mit. So, hier läufst du rein und das erste, was du hast, ist direkt ein Bagger, ne? Beziehungsweise 2. Wir können aber nur einen zeigen, da ist ein riesen Kieshaufen, kannst du schön hin und her wursteln, wie in der Kindheit, da ist ja auch für Kinder, ne? Wenn ihr schon mal baggern wolltet, kommst du her, fährst du Bagger. Also sitzt eigentlich nur, fährst ja nicht und machst halt da vorne rum im Katzenstreu, genau. Und das dürfte jeder kennen, das Sandmännchen mit allem, was dazugehört hier als hölzerne Lokomotive. Kann sich auch draufsetzen. Daneben gleich die Boote, das ist auch schön. Guckt euch mal das klare Wasser an. Hier wirfst du 50 Cent rein, dann kannst du hier Boot fahren die ganze Zeit. Hier ist ein gelbes zum Beispiel am Rand, da hinten ist das Polizeiboot, das Piratenboot. Dann fahrt ihr hier im Kreis, könnt gegeneinander fahren. Irgendwann explodiert eins, das ist richtig genial. So Zeug darf natürlich auch nicht fehlen hier. Die Biene Maya, die kostet auch nur 50 Cent, die gibt es nämlich schon immer hier. Bei der Märchenhöhle. Es gibt aber auch was Neues. Es gibt vom Paw Patrol hier diesen Feuerwehrhund. Der ist neu, deswegen kostet er auch gleich 1 Euro. Was seid ihr? Team Hund, Team Biene? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt ist der Hund, der da ist, der fährt auch im Boot im Wasser. Das ist Marie. So, guck mal das schöne Bild von hinten. Durch den Kopf, durch die Frisur. Gehst du pfui? Gehst du pfui? So, zur Stärkung könnt ihr euch natürlich hier im Imbiss auch erstmal was reinziehen. Natürlich was Herzhaftes. Hier gibt es Thüringer Rostbratwurst, hier gibt es hier Pommes, Dino Chicken Nuggets. Steht ja sogar dabei. Ich möchte Nuggets. Hä, wieso sind das Dino Schnitzel? Es waren Dino Chicken Nuggets mit Pommes und Herzform-Dip wie am Valentinstag. Das ist die Bratwurst, die habe ich mir hier drauf geschmissen. Es gibt Dingslebener Edelpilz. Es gäbe aber auch Gulaschsuppe, Würzfleisch, Leberkäse im Brötchen oder halt Kuchen, Milkshakes, Eis, heiß, Kaltgetränke, alles am Start. Es gibt aber auch ein richtiges Restaurant, aber die Kinder essen Brei. Die Kinder essen Brei. So, wenn ihr denkt, die Bratwurst ist leer, weil ihr nur eine gekriegt habt, keine Sorge, denn Bratwurst gibt's noch. Steht auch hier, da liegt die Wurst, ne? Und da sitzt die Wurst. So, und das hier ist nämlich der Kiosk, wo ihr euch für zwischendurch kurz mal was holen könnt, also so imbissmäßig. Ihr könnt natürlich auch Mitbringsel für die Kinders holen. Da gibt es so Kuscheltiere, da gibt es andere Sachen. Da ist Spielzeug, alles dabei, Anhänger. Da ist Super Mario, guckt ihr den an. Irgendwo habe ich sogar einen Pikachu gesehen. Genau hier unten. Hier Pikachu, guck's dir an.
Egal wo du hingehst, immer ist Pikachu am Start. Warte. Wenn du dann Essen geholt hast, dann kannst du dich hier in ein Eis reinsetzen, in dein persönliches Eis, kannst dir sogar die Farbe aussuchen und kannst dann in Ruhe essen. Es gibt sogar Pokémon-Karten. Für eine kleine Erfrischung sorgen hier die Bamba-Bode 2x50 Cent rein in Begleitung des Erwachsenen. Dann geht's ab. Da müsst ihr aber erst hier den Captain fragen, wie das Wasser steht und ob man raus darf. Ne? Der sieht auch original aus und wir werden da jetzt reingehen, werden dort die Forschung abholen. So, wir sind im Boot angekommen auf hoher See. Da muss ich aufpassen, die Piraten kommen nämlich auch schon. Wir müssen schnell die Forschung abholen. Da gehe ich mal hier in den Community-Tab, in den Heute-Tab, genau. Guckt euch doch mal das Wasser an. Guckt euch die Delfine an, die schwimmen zusammen mit mir. Guckt euch das Wasser an, das sieht richtig chillig aus. Sowas hätte ich gerne als Pool für zu Hause. Wir haben jetzt hier ein Sternstück. Wir haben hier Bonbons für Venikro oder wie das heißt, würde Natururin sagen. Jetzt haben wir hier Sonderbonbons und wir haben eine Pokémon-Belohnung. Wir haben Staub, wir haben EP und bekommen unser zweites Venikro mit 688 WP. Ich glaube, das Ding kann man sogar entwickeln. Wir können sowieso keine Beeren drauf werfen, dass wir mehr Bonbons bekommen. Wir müssen es ganz normal mit den roten Bällen fangen. Es bleibt auch drin im ersten Ball. Wir bewerten es mal. Das ist jetzt interessant. Das hat 3 Sterne. 14, 13, 12. Und kann man das entwickeln? Man kann nur Power-Ups geben. Wer hat denn gesagt, dass man das entwickeln kann? Ich weiß nicht. Wir vergleichen irgendwann am Ende auch nochmal mit dem, was wir schon haben und gucken, welches das bessere ist. Seite 2 wäre dann, gewinne 3 Raids, entwickle 5 Pokémon und verwende einen Power-Up bei 15 Pokémon vom Typ Gift. Du kriegst sogar einen Raid-Pass zurück. 3 Raids kann ich eh nicht an einem Tag machen. Wir haben momentan 2 freie Pässe, das heißt, ich mache 2 Raids heute, morgen dann wieder ein. Dann können wir die Seite fertig machen. Aber ich werde noch ein paar Eindrücke vom Park mitnehmen. So, willst du jetzt reinhüpfen hier? Dann gebe ich die Sachen kurz der Mama. Guckt euch das an, wie die hier Stress macht. Ich bin nämlich die ganze Zeit festgebunden am Rand, damit ich nicht abtreibe in das Wasser rein. Ach, ein toter Fisch, gut, genau. Wir schwimmen raus. Ich glaube, ihr hättet doch den Delfin nehmen sollen. So, und wer vom wilden Wassergang mal Wasser lassen muss, der folgt dem Pipi-Weg. Den findet ihr hier. Das ist der Pipi-Weg, weil da sind die Toiletten. Da kannst du austreten gehen. Und hier kannst du dein Geld wechseln für kleine Münzen. Nee, für Kleingeld halt. Damit du auch ins Boot reinkommst. Alternativ könnt ihr aber auch hier so Kart fahren. Kann ich mal kurz zeigen. Hier ist nämlich eine Strecke, die führt hier einmal außen rum und da sind Karts. Da packt ihr auch Geld rein, dann könnt ihr hier Bahnen fahren im Kreis. Es gibt aber auch noch mal extra Karts hier oben. Die sehen größer aus, die sind für kleinere. Ich glaube, hier unten, die sind schneller und brutaler. Und die oben, die sind langsamer, gemütlicher. Das ist eine Eistüte. Das ist die andere Kartbahn, aber meiner Meinung nach eben für die kleineren Gäste. Das geht nämlich einmal durch den Tunnel, einmal da drum rum. Hier ist schon heißer Flitzer von Need for Speed Underground. Guckt euch das an. 3x50 Cent und rein da. So, 50, 1 Euro, 1,50 Euro, Gas. Und dann geht's los hier, die wilde Fahrt. Komm, wir fahren jetzt mal eine Runde hier rum und nehmen euch mal mit. Tunnel! Oha! Ab durch den Tunnel, guckt dir das an. Dann einmal hier hinten rum. 150 Kilo, ich schwöre auf alles, was geht ab. Dann lasse ich das Gas immer los, weil ich nicht will, dass wir irgendwo rausfliegen. Dann machst du wieder Gas, wenn es bergab geht. Einmal hier rum. Ah, ich komme mit meinem Fuß nicht an die Bremse. Aber wir brauchen keine Bremse. Wir fahren einfach so. Und dann haben wir die Kurve gemeistert und können wieder Gas geben. Also so sieht das ungefähr aus, wenn man fährt. Und jetzt kannst du auch noch eine zweite Tour fahren. Das ist richtig genial. Die musst du diesmal andersrum nehmen, dass du das so siehst. Kann ich jetzt? Nee, man sieht dich jetzt. Das machen wir mal so.
Ich weiß nicht, ob es nach zwei vorbei ist. Jetzt fährst du wieder durch den Tunnel. Einmal hier rum. Dass hier plötzlich in die Mitte dann aus ist. Es ist halt hier so eng. Dann nimmt man die Fahrt nach weg Gas. Und dann kommt die Fahrt dazu. Ich habe noch nie mich getraut, nur mit Vollgas hier durchzubrettern, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Da oben ist noch eine schöne Nachbaude irgendwie von der Burg. Die würde ich euch nachher auch gerne noch mal zeigen. Darf man noch eine so, ich gebe dir jetzt die Kamera. Mach damit, was du willst. Film, was du möchtest. Ich fahre jetzt einmal noch mal durch. Okay. Weil wir haben ja drei Runden. Okay. Vielleicht waren das früher auch nur zwei Runden und deswegen war es 1 Euro und jetzt ist es 1,50. Weil man noch eins mehr hat. Weil man noch eins. Pusteblume. So, komm, ich bleib jetzt drauf hier. Diesmal gehe ich nicht vom Gas. Ich bleib einfach drauf. Einmal komplett. Was soll schon passieren? Du hast ja auf Kappe. Guck, es passiert nichts. Und fährt einfach durch. Volles Produkt. Und jetzt einmal hier hinten rum. Oh, in die Kurve reingelegt. Man muss nicht vom Gas. Man kann einfach Fullspeed die ganze Zeit fahren. Nach drei Runden ist der Spaß auch schon wieder vorbei. So, wir haben es überlebt. Jonas! So, von da kommst du. Dahinter kannst du gehen. Da unten sind Hühner. Und hier sind nochmal Boote. Und da bist du, genau. Da könnt ihr nämlich hin, wenn ihr sagt, vorne die Boote, die taugen euch nichts. Am Eingang, dann könnt ihr hier und habt nochmal so einen kleinen Tümmel, wo ihr nochmal Boote fahren könnt. Das Wasser ist wieder hier Einwurf, guck mal, 50 Cent. 50 Cent und dann kannst du hier Boot fahren und da sind noch mehr Hühner und Gockel und alles Mögliche und es ist einfach chillig, einfach gemütlich. Hopp, hopp, hopp. Hier hast du noch einen Helikopter, wenn du sagst, du willst mal hoch hinaus, steigst du ein, quetsch dich rein und dann, ja, keine Ahnung. Zack! Und dann fliegt das Ding weg. Guck dir das Cockpit an. Guck dir das an. Wie brutal. 50 Cent! Wenn das Bier nur 50 Cent kosten würde, das wäre der 50 Cent Park. Wenn 50 Cent seinen extra Park errichtet und dann... Was ist jetzt schon wieder los? Was wird hier so brutal hier? Grüße! So, ihr habt auf jeden Fall noch eine Art Streichelzone ohne Streicheln, weil das sind lauter Käfige am Rand. Lauter Zäune, da oben sind Ziegen. Seht ihr die Ziegen? Die standen vorhin hier unten. Jetzt liegen die da oben unter dem Baum. Und wenn ihr keine Ziegen seht, dann laufen wir einfach hier lang. Und hört ihr das? Oh, da ein Fasan. Hallo! Sieht man den? Ja, er bewegt seinen Kopf auf jeden Fall. Das ist schön, weil hier ist auch aus Steinen ist extra hier so ein Wasserfall reingebaut, da haben die Sittiche vorhin gesessen und haben getrunken. Da hat der Fasan, der Goldfasan, hat da gesessen, hat mitgetrunken. Also die besaufen sich auch den ganzen Tag und hier steht natürlich alles dran, was es da auch gibt. Wellensittich, Australien, Rotflügelsittich, Queensland, Neu-Süd, Wales, Goldfasan, Barbarabandsittich, Baraband, ach ich kann nicht mehr lesen, Königssittich, Goldfasan, nochmal Nymphen hier. Ich kann's. Das ist mir zu brutal. Der macht schon wieder Stress. Ich muss gleich hier. Guck, wie er guckt. Der war vorhin noch so friedlich. Ich habe da vorhin noch gelobt. Jetzt wieder so. So, hier hinter mir, unter mir, da ist nochmal hier schön, eigentlich Imbiss, aber auch wie Restaurant eher. Da kannst du dir nämlich hier vorsetzen auf die Terrasse. Und da kannst du auch richtig Schnitzel essen. Richtig Schnitzel mittlerweile auch mit Soße, verschiedene Soßen und andere Sachen. Also das ist dann mehr als vorne, weil vorne ist weniger als hier hinten. Das klingt logisch. So, und das ist das eigentliche Highlight, wieso die Leute eigentlich immer hierher gehen. Das ist nämlich der Höhleneingang. Ja, zu was? Ne? Erstmal ist es hier auch Denkmal. Und das ist Marie. Ne? Das ist die Sandstein- und Märchenhöhle. Eine der größten von Menschenhand geschaffenen Höhlen Europas. 30 Minuten Führungsdauer, 800 Meter Führungsweg. In der Höhle herrschen 8 bis 10 Grad Temperatur. So, das sieht doch gut aus. Da gehst du nämlich rein in die Märchenhöhle und wisst ihr, was da drin ist? Märchen. Jetzt wollte ich hier reinlaufen, ich habe gar kein Ticket. So, was passiert, wenn man reinläuft? Dann ist man drin. Wir wollen aber nicht rein, weil Jonas, er ist zu jung, der weiß eh nicht, was da abgeht. Ist dann einfach für ihn nur dunkel und kalt. Aber wenn ihr mal hier seid, Walldorf, Märchenhöhle. Es gibt ja auch Märchenwald, aber das hier ist Märchenhöhle Walldorf.
Geht mal rein. Da sind verschiedene Märchen aufgebaut. Lohnt sich immer, da mal durchzulaufen. Ich weiß eh jetzt nicht mehr, wie es beim letzten Mal war, als ich da war. Deswegen kann man da immer mal, wenn man da ist, wieder durchlaufen, weil man eh alles vergisst. Und einfach mal Ausflug mit der Familie. So sieht's aus, wenn Jonas sein erstes Fahrgeschäft besteigt und fährt. Ein singender Wunderhund. Jetzt sagst du, das ist ein Eichhörnchen, gell? Was? Jonas! Und die Mütze am Start. Wir sind zum Abschluss jetzt auch nochmal Kart gefahren. Aber nicht die hier bei der großen Bahn, sondern da unten die kleinen, die nur im Kreis gehen. Und die im Kreis, die sind ja richtig genial. Die gehen ja viel schneller. Du kannst auch nur alleine drin sitzen. Ich möchte aber jetzt nochmal kurz hier hin zum Abschluss. Dann guckt euch das mal an. Hier gibt's eine Burg nachgebaut. Ich weiß gar nicht, ob man hier drauf darf. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Da ist ein Löwe auf dem Dach. Das sieht richtig genial aus noch. Wenn man die Karts fährt, kommt man nämlich immer hier vorbei. Da ist sogar noch ein Brunnen in der Mitte. Das ist schön detailliert. Alles aus Stein. Sieht einfach genial aus. So, wir sind fertig im Märchenland, im Märchenwald. Ne, im, und ich habe sogar 50 Cent. In der Märchenhöhle. Ja, da kamen die Jungs vor uns und wollten auch fahren. Und da hat der eine wohl 50 Cent verloren. Und Marie ist gleich hin und hat gleich alles abgecheckt, damit wir dann wieder 50 Cent haben für mehr. So, ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneide, aber Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Eure, genau, wir sind weiblich. So, wir sind auf Seite 2 von 3 vom Wunderticket. Wir haben den dritten Raid gemacht. Es waren 3 Lucario Raids. Ich musste heute auch noch schnell einen machen, weil da ein Raid-Boss-Wechsel ist, wir dann Community Raid machen wollen. Aber den zweiten Pass wollte ich für Lucario, das habe ich den vorher gemacht. Es gibt jetzt hier ein Glücksei, hier gibt es einen Knurs, hier gibt es eine Pokémon-Belohnung raus. Das ist ein Algit, ja? Oh mein Gott, Algit, was machst du denn schon wieder? Jetzt kriecht es da am Rand rum. Jetzt ist es aber gefangen. Jetzt können wir es auch mal bewerten. Es hat 2 Sterne und müssen den Rest noch abholen. Da dürfen wir nicht drauf. Das ist für ein anderes Video. Hier gibt es jetzt einen Raid Pass, 2500 Staub. Nochmal Erfahrungspunkte dazu. Dann kommen wir auf die dritte Seite vom Wunderticket von Hubi Michi. Grüße gehen raus. Erkunde 7 Kilometer, entwickle ein Pokémon vom Typ Gift. Lande einen fabelhaften Curveball. Wurf. Wollen wir es mal probieren beim Porygon? Curven, zack und daneben. So, wir laufen erstmal die 7 Kilometer und dann gucken wir mal, was dann rumsitzt und ob wir den fabelhaften Curve-Wurf schaffen. Warte, ich mache noch einen. Das bewegt sich ja. Tu mal eine Beere da drauf, dass sich das nicht bewegt. Einfach fabelhaft. Juhu. Du meldest mein Video, wenn man dich sieht. Man sieht doch gar nicht, dass du nichts anhast. So, da ist ja dann das Pokémon-Bild, glaube ich. So, wir sind zurück. Nochmal ganz kurz das Ende von der Forschung abholen. Ich muss aber noch ein Pokémon vom Typ Gift entwickeln. Deswegen gehe ich jetzt mal hier rein, gebe Gift ein. Das ist Gift. Hier ist auch das Algit. Wir haben auch jetzt ein Algit bekommen. Wohin? Irgendwann? Ich blicke gar nicht mehr durch. Du drehst immer 30 Videos gleichzeitig. Da musstest du bei Magus das Video drehen, da musstest du hier das drehen. Jetzt hast du schon wieder den Community Raid gepostet. Musst da wieder hin, das ist aber auch extra, ist aber das Dian-C-Video noch extra. Wir haben jetzt hier einen Tantrak entwickelt und möchten nur bei der Hubi-Michi-Forschung jetzt hier den Rest abholen. Denn hier ist nochmal ein Pokémon-Counter drin, Encounter. 410 WP. Sieht halt original aus wie hier draußen die Gegend, weil da sind die Blocks und da geht's in den Wald. Junge, ich kann nicht werfen, wenn ich... So, das ging irgendwo hin. Es ist aber drin. Wir bewerten es mal. Es hat 3 Sterne. 12, 13, 12. Gehen zurück und holen jetzt hier ab nochmal Bonbons für Venikro. Hier nochmal Sonderbonbons, hier nochmal 10.000 Erfahrungspunkte, 5.000 Staub, einen Rauch. Und ich wollte euch ja zeigen, den Vergleich von dem letzten Venikro und dem jetzigen, was wir haben. Wenn, Venikro genau, 688 ist das aktuelle. Und das alte, was ich bekommen habe, das ist 1.5., das ist 1.3., hat auch 3 Sterne, aber nur 674 WP und ist damit offiziell
schlechter. Das war das Wunderticket und der Trip zur Märchenhöhle. Und danke nochmal an Hubi Michi für das Ticket, für die zwei Vinicro, für alles andere. Wenn ihr auch das Wunderticket hattet, schreibt es mal in die Kommentare und vor allem, wie viel WP eure Vinicro haben. Habt ihr vielleicht sogar ein 100%iges bekommen? Wir gehen jetzt auf zum Community Raid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.